Also, es geht weiter an Katar. Ja. Katar wird dann Qualifying und mit beiden Q3 erreichen. Ist doch machbar. Am Ende einer auf dem Podium und dann ist es okay. Vom Auto her haben wir ja schon gesehen. Haben wir eigentlich das Beste. Jo. Bestes Auto, passt schon. Mick ist nur ganz, ganz, ganz wenig schneller als Hülkenberg. Aber das müsste Hülkenberg mit seiner Erfahrung wettmachen. Der F1-Kalender führt uns diesmal in den Nahen Osten zum großen Preis von Katar. Der Lusail International Circuit ist seit 2021 der Austragungsort des großen Preises von Katar. Die Strecke wurde ursprünglich für Motorradrennen gebaut und die Fahrer werden die Geschwindigkeit und Wendigkeit ihrer Kollegen auf zwei Rädern brauchen, um hier triumphieren zu können. Als Wüstenstrecke ist Lusail staubig und schwierig. Grip ist hier entscheidend und kann während des Rennwochenendes oder selbst in einzelnen Sessions variieren. Die spezielle Streckenführung verlangt möglichst hohen Abtrieb, obwohl der Kurs recht offen ist. Alles oder nichts heißt es für Red Bull bei diesem Rennen und der Job des Teamchefs steht auf dem Spiel. Was das stimmt dieses nicht. Wochenende passieren? Die Zeit wird es zeigen. Es ist doch alles super. Sie schmeißen eh nur halbjährlich oder am Ende des Jahres. Also, ja, halbjährlich raus. Kann man schon so sagen. Nee, dann der Frontflügel wäre dumm. Der Heckflügel wäre. Naja. Nicht ganz so dumm, weil DRS-Effektivität würde ich gerne doch schon haben. Und auch wenn uns das jetzt hier so ein bisschen langsamer macht, muss ich zugeben, das wäre doch schon besser so. Ne, warte mal, das hier war es ja nicht. Nein, nicht der Frontflügel. Auch wenn es jetzt nicht ganz so wichtig ist, ich meine, so ein bisschen wichtig passt doch schon. Und dann hat Mick eben mal das schnellere Auto jetzt. Oh, es gibt sogar einen Sprint. Och nö. Ja, das war klar, dass Mick ein bisschen schneller ist. Aber ich glaube an Hülkenberg. Herzlich willkommen. Das Qualifying für den Sprint wartet und wir sind schon gespannt. In dieser Session kämpfen die Fahrer um die Startplätze für das Sprintrennen am Wochenende. Nur die 10 schnellsten schaffen es ins Q3, wo sie die Chance auf die Pole Position haben. Dann haben wir natürlich Nico Hülkenberg. Wie denkst du, wird er in diesem Qualifying abschneiden? Ich denke, der Fahrer ist okay. An der Seite seines Teamkollegen macht er sich auf jeden Fall gut und beweist, wie wertvoll er für das Team ist. Es gibt nichts weiter zu sagen. Also legen wir los. Ja, naja. Weltmeister werden wir nicht mehr, leider. Ja, schön. Also ich würde dann empfehlen, wenn man das wirklich erreichen möchte, das mit Mercedes zu machen. Sieht aus, als ob es bald regnet. Weil da hat man einen Mix schon im Team, muss keine Ablöse an irgendwen bezahlen. Okay, es regnet doch nicht. Und ja, Geld spielt eine wichtige Rolle. Ist er dann noch schneller? Delta on. Delta on. Was? We're boxing at the end of this lap. Was? Copy. Just keep your dash negative. Keep your dash negative. Lance fucking Stroll ist schneller als wir. Viel schneller. Jetzt habe ich alles gesehen. Ach du Scheiße. Wir sind ja wirklich richtig schlecht dran.
Ich dachte, wir hätten gute Teile. Sainz startet. Ja, wir haben Albon vor uns. Okay, that's the checkered flag. Ja, so will ich das sehen. Ach du Scheiße, Rumberg. Ist dann doch eher Mixrennen. Ja, ist ja okay. Ich meine, hat er sich verdient. Lass erstmal ein paar fahren. Vielleicht lag es daran, dass ich so weit vorne gefahren bin. So, Sainz startet dann. Jetzt sind wir ja nicht komplett direkt vorne. Ich meine, wir wurden nicht blockiert. Aber wir hatten einfach keine gute Runde gemacht. Uiuiui. Delta on. We'll box at the end of this lap. Ah, ich brauche eigentlich die roten Reifen. Ich jetzt keine frischen verwenden. Aber wir müssen schon wieder nochmal raus. Weil wir so fucking langsam waren. Mercedes sind auch nochmal schneller als wir. Müssen wir bedenken. So, Sainz ist jetzt rausgefahren. Wann fährt Russell? Russell fährt jetzt. Und Stroll auch. Ja, Mick ist hängen geblieben. Ey Leute, das war knapp. Wir hatten jetzt auch schlechtere Reifen. Muss man zugeben. Aber da haben wir dafür im Rennen richtig viel übrig. Und im Sprintrennen auch. Okay, Ocon fährt. Dann fahren wir jetzt auch mal einfach raus. Ja, wir hätten auch auf Alonso warten können. Oder Sainz, nein. Fahre bitte. You're currently P2. Okay, nice lap. Die war nicht gut. So, jetzt nochmal pushen Reifen. Das schaffen wir dann. Wird eine bessere Runde. Ist auch immer viel Risiko, was ich hier gehe mit meinen alten Reifen. Russell fährt raus. Jetzt kommen die Ferraris. Okay, Gasly wird unsere Runde zerstören. Scheiße. So. Der stand ja mal extrem weit im Weg. Boah. Mist. Leclerc natürlich vor uns. Jetzt haben wir wieder klar. Achso, Training 2, ja. Ist mir egal. Ne, kein Training. Freu nicht. Unnötig. Immerhin kennt ihr euch jetzt besser mit dem Auto aus. Aber ist immer noch nicht geil. Hallo und willkommen. Unser Grand Prix-Wochenende geht weiter und wir fangen gleich mit einem Sprint an. Das Wochenende startet mit einem Sprint. Ein Rennen über 100 Kilometer bestimmt die Aufstellung für den Grand Prix. Natürlich geht es bei einem Sprint nicht nur um die Startaufstellung für den Grand Prix. Die Fahrer werden hart darum kämpfen, wertvolle Meisterschaftspunkte zu sammeln. Aber wer kommt am schnellsten durch Lucerne? Das erfahren wir im heutigen Sprint. Aber ich hätte auch mal Bock im Haas mit Mick und Hülkenberg mal Weltmeister zu werden. Dafür haben wir die Roten aufgehoben. Genau dafür. Frische rote Reifen. Beim Sprint heute drehen die Fahrer 19 Runden auf dem Lucerne International Circuit. Katar ist eine schnelle Strecke. Gehen Sie davon aus, dass die Meute fleißig um Plätze kämpfen wird, die ihre Chancen auf Meisterschaftspunkte steigern.
ist ja doppelt wichtig. Das ist Rennen pur. Weil es geht einmal um Punkte und es geht um die Startformation. Das Startsignal erlischt und los geht's. Ja, 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 wir dürfen nicht zu viel pushen mit den Reifen, weil die halten nicht so lange. Deswegen bleiben wir mal auch jetzt nur am Anfang ein bisschen pushen. Und dann fahren wir mal ein bisschen vorsichtiger. Ja, Hülkenberg, da zeigt sich nochmal das schlechtere Auto. Wird doch nicht wechseln dürfen. So, jetzt reicht's mit den Reifen. Oh. Pushen die alle? Haben wir wirklich so ein schwaches Auto? Eieiei. Da sind wir ja komplett weit hinten. Mick hat komplett den Anschluss zu Alonso verloren. Ey, was macht man da? Hülkenberg kommt auch nicht an Russell vorbei. Ja, dann sind die Aston Martins dann doch ein bisschen zu krass. Aber Hülkenberg, der Reifenflüsterer. Russell pusht ordentlich. Sag mal, jetzt hauen die wo ab oder was? Ist jetzt eine Riesenlücke. Was passiert? Hülkenberg. Macht das wirklich so viel aus? Ich werde nichts sagen, aber ich habe nicht gepusht. Ach super, naja. Naja. Man kann sich eben nur auf einen Fahrer verlassen. And his name is Mick Schumacher. Ja, Hülkenberg wird auch ein bisschen alt. Hat er auch nicht so ein gutes Rennen gehabt in dem oder? Ne, Monza war es nicht im oder? Warum verwechsel ich die Strecken immer? Das ist jetzt ganz schlecht. Wir müssen jetzt extrem Reifen sparen. Stroll ist der Reifenflüsterer gewesen. Scheiße. Und Sainz ist der lachende Dritte. Wir haben jetzt keine Reifen mehr. Mist. Das ist doch Mist wieder. Wieder typisch. Typisch unser Glück. Reifen sind jetzt auch kalt. Und das ist der Sieg für Lance Stroll. Immerhin öfter. Ja, ja, öfter und dritter. Da sehen wir Mick Schumacher. Solid drive. Okay. Willkommen zum Renntag. Und bevor es zur Sache geht, wird alles noch einmal überprüft. 2021 kam F1 das erste Mal nach Katar. Lewis Hamilton gelang es damals, sich den Sieg zu holen und damit Lucille zu seiner insgesamt 30. Grand Prix-Siegstrecke zu machen. Ui.
Wir haben hier heute sonniges Wetter. Allerdings lauern einige Wolken, die den Teams später einen gehörigen Strich durch die Rechnung machen könnten. Oh nö. Mal sehen, was uns beim heutigen Rennen in Lucail so erwartet. Aber war ja interessant, dass ohne Fremdeinwirkung einfach so ein Verbremser war. Machen wir es so. Oder. Keine Ahnung. Ja, was Regen? Da war gar kein Regen. Was soll denn das? Hier vor den Toren von Doha steigt die Spannung immer weiter an vor dem Start beim großen Preis von Katar. Mick Schumacher geht seelenruhig in das Rennen hier. Ein Start auf der zweiten. Eine ausgezeichnete Gelegenheit. Und zweifellos wird er sie mit beiden Händen ergreifen. Ja, Mick ist ja auch super. Das wird bestimmt großartig, liebe Leute. Mick ist super, Mick. Alles bereit, hier in Lucerne. Das Startsignal erlischt und los geht's. Dank den Strafen starten wir auch sehr weit vorne. Mit Hülkenberg auf Platz 6. Das kann sich eigentlich schon mal sehen lassen. Ja, was bringt das denn, wenn man gleich mal am Anfang ein paar Positionen verliert? Und da haben wir die gelbe Flagge. Na, ist ja egal. Ach, Mann. Ich habe gedacht, das Autoteil geht trotzdem fit. Oh, warte mal. Oh. Ich habe zwar bei Hülkenberg Updates installiert, dass der. Dass die Bremse schneller kühlt. Aber ist jetzt egal. Warum ist denn der Aston Martin so krass? Die Strecke, also die Strecke hat 48 Grad. Kannst ja ein Ei drauf machen. Unser Auto gibt gerade mehr nicht her. Aber wenigstens Ocon können wir doch überholen. Er hat sogar schlechtere Reifen. Och Mick. Och Hülkenberg, warum? Warum seid ihr alle beiden so schlecht? Ich habe euer Auto nicht gut verbessert, ich weiß. Die Reifen kühlen sich halt übelst langsam ab. Okay, merke ich mir, nicht pushen. Aber wir verlieren so viel Position. So, Mick, du kommst dann nächste Runde, holst du deine gelben. Und Hülkenberg auch. Machen wir einen Doppelstopp. Passt schon. 2-2 und 2-3. Vielleicht können wir damit Gasly so ein bisschen undercutten. Wenn es klappt. Reifen sollten schnell warm werden. Hä? Hülkenberg hat den besten DRS-Flügel. Und er kommt nicht am Verstappen vorbei. Was ist denn das? Komm, du fährst jetzt vorbei. Gut. Wieso kommt nur Russell da so schnell vorbei? Oh, hinter Hamilton, das gibt es doch nicht, Mann. Warum haben wir so viel Pech? Ja, komm mal nett vorbei. Komm mal einfach nett vorbei. Auf einmal geht Leclerc richtig ab. Was ist denn das? Er hat auch weiche Reifen. Okay. Sei ihm verziehen.
I don't see my tips. Ey, ich push nicht mal. Ich just confirm it's thermal deck. Ist treu hat hart. Ja, vielleicht probieren wir mal hart aus. Ich werde auf keinen Fall pushen. Wobei jetzt hat Leclerc auch Probleme mit seinen Reifen. Das ist gut. Die harten sind the way to go. Das sollte uns doch ein bisschen nach vorne spüren. So, Leclerc konnte auch nicht undercutten. Aber wir hatten langsam einen Stop, kann das sein? Oh, der Alonso konnte ordentlich was gut machen. Leclerc holt sich lustigerweise nochmal rote. Naja, muss er wissen. Ja. Lass das nicht nochmal. Oh. Ja. Wir pushen einfach gar nicht mehr. Das passt dann so. Irgendwann lassen Leclercs Reifen nach. Doch die falsche Strategie. Können noch mal ein bisschen pushen. Ich weiß, wozu das führen kann, aber es ist mir egal. Ich will doch nur ein gutes Ergebnis für uns. Oh, jetzt kommen wir nah an Leclerc. Frage ist nur, ob es reicht. War das eine gute Strategie oder nicht? Die Rundenzeiten sind zu kurz. Schafft man nicht mehr. Mal alles einsetzen, was wir haben. Komm, bitte. Er war am Ende dran, aber es hat nicht gereicht. Enttäuschendes Ergebnis. Nein, 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 wieder kein Podium. Hm. Ja. Hm, schlecht. Ganz schlecht. Ja, komm, Alter. Mann, warum? Achso, wir waren der Boxenstopp. Es war schlecht, glaube ich. Wir haben nicht das erreicht, was wir erreichen wollten. Ich habe schon abgeschenkt eigentlich. Ich gönn's Leclerc vom ganzen Herzen. Aber, also in echt, aber in der Karriere? Nö. Da soll mein Team vorne sein. Natürlich. So, wir haben eine neue Aufhängung. Die nächste ist in 2 Tagen fertig. Wir haben einen neuen Frontflügel. Der hätte früher kommen müssen. Der hätte nicht früher kommen müssen. Vier Stück. Passt schon. So, jetzt können wir eine neue Aufhängung herstellen. Wir hätten früher kommen müssen.
38 Tage. Ja, mehr als drei lohnen sich da nicht. So einen als Ersatz und ja. Ja, beim nächsten Mal geht es dann weiter in... Ah, USA. Schon wieder USA, okay. Zweimal USA in einer Saison. Oh, wir haben einen Frontflügel. Ja, Hülkenberg kriegt dann nur einen Frontflügel. Wie machen wir es da? Mick hat auch mittlerweile 79. Finde ich gut. Gut trainiert. Hülkenberg leider nicht so. Der müsste auch mittlerweile besser sein eigentlich als Magnussen. Ich kann ja nochmal gucken. Das machen wir jetzt am besten. Ich habe ja ein Update. So, warte mal. Ja, ich habe aus Versehen einmal neu manuell speichern gemacht. Es gab ja ein Update. So, zurück zum Hauptmenü. Ja. F1, die ist jetzt egal. Red Bull hat die F1. Hasler. Teamchef, ja, ist jetzt mir egal. Ich will nur was gucken. Du musst unser neues Wind. Der Vorschlag okay, liegt ja. Hier kannst du immer. Ja. Da ist dein erster. Ja, ist mir egal. Jeder Fahrer hat Stärken. Ach, hör jetzt auf. Um nein, ich will nicht. Für all deine Mitarbeiter ein... Oh, nicht nur nein. Ich will nur gucken, wie gut Hülkenberg. Nein. Ich möchte nicht. Er hat immer nur. Er hat ja auch bei uns mit der 79 gestartet. Warum ist Magnus ein krasser? Ich verstehe es nicht. Wir haben ein ja, ist doch okay jetzt, Mann. Nein. Ich möchte das nicht wissen. Verstappen Update. Ich glaube, die Fahrerwerte sind gleich geblieben. Ja, die Fahrerwerte sind gleich geblieben. Freunde 83. In unserer Karriere hat er sich ganz gut entwickelt. Mick Schumacher hat den 76. Und die Fuß ist immer noch bei AlphaTauri. Also gab doch kein Update oder was? Oh, hier mit. Diese. Hier mal, ja. Mit mal irgendwas zu gewinnen wäre halt richtig geil. Aber am Anfang ist der Haas ja mal komplett scheiße. Der ist ja in allen Belangen einfach. Viel schlechter als der Red Bull. Naja, beim nächsten Mal geht es dann weiter, dann in USA. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.